meine Lieben, heute kommt ein Swatch-Video mit einem Pinsel von BH Cosmetics, die neue Palette 191, 14 Color Eyeshadow Palette. Sie hat 7 matte Shades und 7 Duochromes oder Schimmer mit Glitzer und viele verschiedene Texturen. Ich muss sagen, die Palette ist wirklich wunderschön. Ich habe mich heute noch nicht mit ihr geschminkt, aber das kommt auch noch. Ich würde sagen, wir swatchen jetzt erstmal die unterste Reihe. Ich hoffe, ich kriege das hier irgendwie alles hin. Ich swatche jetzt euch einfach mal die unterste Reihe. Nicht mit dem Finger, wie es alle machen, sondern mit dem Pinsel. Und wir gucken, wie weit wir einfach kommen. Schwämmchen, ich habe ja hier so ein Schwämmchen. Dann kann ich einfach... Ich hoffe, ihr erkennt das, ich erkenne das. Also ich finde, sie lassen sich gut swatchen. Ziemlich pudrig. Also dieser Pinsel von Ebeline ist ja so ein... Ich glaube, Naturhaargemisch oder irgendwie sowas. Nicht so schöne Synthetikverarbeitung. Und Kickback in der Palette. Aber das stört mich ja eigentlich nicht. Ich kann das immer wegpusten. Mich interessieren natürlich auch die... Also ich kann euch mal den Kickback mal kurz zeigen. Ich dips ja nur so rein. Ich hoffe, ihr kennt das. Aber wenn man es pustet, ist es weg. Bei der Gummierung ist das nicht ganz so sinnvoll, würde ich mal behaupten, weil diese Palette so leicht gummiert ist, was mir nicht ganz so gut gefällt, weil immer der Dreck... Ich habe lieber so, ja, so eine Texturen, wo einfach man mit einem Lappen drüber wischen kann. Das kann man bei der Palette leider nicht so. Also ich bin der Meinung, man kann es nicht. Ich fange auch da jetzt mit dem hellsten Ton an, es mal zu swatchen. Ich hoffe, ihr erkennt das. So, dann gehen wir jetzt in den rosanen rein. Ich bin ein bisschen kribbelig. Ich stehe mal auf und guck mal, dass ihr das alles erkennen könnt. Also es ist, das ist ein interessantes Ton. Für mich sieht er gerade orange aus. Es ist faszinierend. Ich liebe Duochromes. Deswegen musste die Palette gleich mit, nicht wegen dem das jetzt, hier Video und keine Ahnung was, sondern weil ich es super interessant finde für mich. Ich hätte sie auch bestellt, wenn ich nicht jetzt YouTube gemacht hätte, weil ich sie super interessant finde. Swatchen, wie man sieht, lassen sie sich auch fabelhaft. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das sehen könnt. Aber ich finde, sie lassen sich gut swatchen und auch die Duochrom-Geschichten und das alles nur mit dem Pinsel. Das müsst ihr euch auch geben. Mit dem Finger ist das bestimmt nochmal eine Nummer. Ja, die sind einfach hammermäßig buttrig. Schaut mal mit dem Finger. Halleluja. Also, wenn das keine Pigmentierung ist und wenn man den dann komplett ausblendet, das sieht so, so geil aus. Ich freue mich. Ich würde sagen, ich schminke meine Visage mal ab. Nimm den ganzen Scheiß runter und dann machen wir mal einen Look zusammen. Was haltet ihr davon? Let's go!